Hallo, lieben Widder, hier ist Julia von Weil du schön bist. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast für dein Tarot im Februar 2020 für dein Liebestarot. Und zwar, wenn dein Sternzeichen Widder ist oder wenn dein Mond im Widder ist oder wenn dein Aszendent im Widder ist, dann kann es sein, dass du jetzt mit diesem Reading resonierst. Wenn du nicht damit resonierst, dann ist das Reading auch nicht für dich, also die Kartenlegung nicht für dich. Ich wohne in England, deswegen ich mache diese Videos auch auf Avalon Rituals ganz häufig auf Englisch. Deswegen werde ich hin und wieder wahrscheinlich einfach ein englisches Wort einbauen, weil ich so gewohnt bin, diese ganzen Sachen auf Englisch zu sagen. Ich werde euch mal einen Link zu meinem englischen Kanal rüberschalten oder verlinken. Den packe ich euch einmal unter das Video, falls euch das interessiert. Und ja, ich dachte mir, auf diesem Kanal ist ja das Kartenlegen relativ neu. Und weil ich eben das letzte Mal ein Lenormand gemacht habe, ein Lenormand-Spread, auch schon wieder Englisch, eine Lenormand-Kartenlegung mit den ganzen 36 Karten, da habe ich mich im letzten Monat, das war dann so Januar, Februar, habe ich mich quasi auf deine Karte, die Karte, die quasi dich symbolisiert in dem Kartendeck, habe ich mich darauf spezialisiert und jetzt dachte ich mir, will ich doch noch mal tiefer in die Liebe reinschauen und deswegen jetzt die Kartenlegung heute für den Februar. Also wie gesagt, Widder, Sternzeichen, Sonne, Mond oder Aszendent. Was ich jetzt einmal mit euch machen möchte, ist den Raum hier zu reinigen, damit wir einmal in Stimmung kommen. Okay. Erzengel Michael, ich danke dir, dass du diesen Raum von allen niedrig schwingenden und negativen Energien befreist. Und danke, dass du deinen schützenden Mantel um diesen Raum legst, um die Karten legst, um die Zuschauer da draußen legst, so dass nur die göttliche, bedingungslose Liebe durchkommt. Durch die Karten, durch das Reading, durch das Video von mir zu euch. Was ich einmal machen werde, ist jetzt Karten mischen. Karten auslegen und dann bin ich gleich wieder da. So, ihr Lieben, wieder. Hier haben wir jetzt schon einmal einige Karten auf dem Tisch liegen. Ich werde die umdrehen, sobald ich über diese Karte spreche. Ich nehme das Good Tarot und mit dem mit dem Silver Witchcraft Tarot werde ich nochmal einige Karten klären. Also, wieder Liebeslegung. Für den Februar. Wie gesagt, Widder im Sonne, im Mond oder im Aszendenten. Ich habe hier auf der Seite die männliche Seite, hier die weibliche Seite, wobei Rollen auch vertauscht sein können. Also es kann sein, dass du dich selber vielleicht als Frau hier in der Seite eher wieder triffst, wieder findest. Das liegt daran, dass grundsätzlich Energien auch immer fließend sind. Und genau, dann fangen wir doch jetzt einfach mal an. Also die grundsätzliche Energie dieser, sagen wir mal, Situation ist The Call. The Call ist die Befreiung. Da geht es um ein Erwachen, um eine Befreiung. Für mich hat das immer eine sehr schöne, das ist für mich eine sehr schöne Karte tatsächlich. Denn da geht es wirklich um so ein neues Erwachen, was standet, was entsteht. Und dadurch eben auch die Befreiung. Man hat Erkenntnisse, man hat Einsichten, man sieht Dinge in einem neuen Licht und dadurch kann man alte Sachen entlassen, erlösen. Das ist auch, für mich ist es auch immer eine Transformation der Persönlichkeit, wo man alte Anteile irgendwie weglässt und auch wächst und ja aufsteigt im Prinzip, wo die Seelenentwicklung aufsteigt, wo du selber persönlich aufsteigst. Also für mich ganz tolle Karte hier in der Mitte. Da scheint gerade auch mit einer großen Arkane einiges los zu sein. Auf der männlichen Seite hier haben wir die Sechs des Wassers und das ist eine Karte, die sagt, da kommt irgendwas von der Vergangenheit. Entweder denkt man an die Vergangenheit, das kann was aus der Kindheit sein, das kann was aus, ja, das kann im Prinzip alles Mögliche sein, bis in die Kindheit. Eventuell kann das sogar eine Past Life Liebe sein, also etwas aus dem vergangenen Leben. Es kommt irgendwas, das aus der Vergangenheit ist. Und was aus der Vergangenheit kommt, ja, wie quasi auch das Divine Masculine, wie man auf Englisch mal sagt, also der männliche Part gegenüber dem weiblichen Part fühlt, da haben wir den Pagen des Feuers. Und das ist ein Funke. Da ist ein neuer Funke, der entfacht was. Und das kann nun sein, dass quasi ihr euch bereits kennt aus der Vergangenheit.
Das kann auch sein, dass ihr euch vielleicht aus einem vergangenen Leben kennt. Und da ist auf jeden Fall ein Funke. Mit dieser Energie verbunden ist aber auch die Befreiung. Und das ist spannend, weil da kommen wir jetzt mal zu der weiblichen Seite hier. Fangen wir mit der Karte an. Die drei des Feuers, das sind die drei Stäbe. Da geht es darum, sich auf eine Reise eventuell zu begeben. Das kann auch die Seelenreise sein. Es geht auch darum, zu wachsen durch Erfahrung. Das heißt, ich habe das Gefühl, die weibliche Person hier geht gerade durch einen extrem krassen Wachstumsprozess. Also da gibt es neue Lebenserfahrungen und da habe ich das Gefühl, beruht auch hier die Befreiung so ein bisschen drauf. Ich habe das Gefühl, es sieht so aus, als ob ihr euch getroffen habt. Also Mann, Frau trifft sich. Entweder irgendwie, dass ihr euch aus diesem Leben aus der Vergangenheit kennt oder aus einem vergangenen Leben. Und ja, das, wie gesagt, auch hier auf der Seite, ich sag jetzt mal deiner Seite als Frau, haben wir hier auch das Feuer und eben das eine ganz krasse Wachstumsphase ist, eine ganz krasse Lernphase. Und das Spannende ist, wie fühlst du? Und jetzt ist es spannend, weil da haben wir eine Karte, das ist der Turm. Und der Turm im Tarot, der sagt erstmal aus, dass etwas unerwartet kommt. Also das ist so zack, boom und plötzlich ist alles anders. Und ich habe das Gefühl, dass ihr euch getroffen habt und zack, boom, war alles anders. Oftmals bringt der Turm auch einiges zum Einstürzen, bis auf das Fundament, sodass wirklich, dass quasi das Alte, was man gebaut hat, muss komplett weg, sodass man das Neue aufbauen kann. Das ist diese Karte. Und weil ich auch schon ein bisschen sehe, was wir hier noch für Karten haben, habe ich das Gefühl, dass dieser Mann in dein Leben kam und zack, war alles anders. Hier auch der Funke, zack, alles war anders. Es fühlt sich ein bisschen an wie, vielleicht warst du auch in einer Beziehung oder bist noch in einer Beziehung und bist jetzt, du hast diese vergangene Liebe wieder getroffen. Auch wie gesagt, wenn auch aus einem vergangenen Leben und du merkst, wow, ich muss mein Leben radikal ändern. Das war ziemlich unerwartet, aber es ist jetzt hier und jetzt ist es Zeit, mal wirklich alles aufs Fundament runterzureißen und was Neues aufzubauen. Und da kommt auch das Wachstum. Deswegen haben wir hier auch die Karte 3 des Feuers, weil ein unfassbares Wachstum gerade ist und hier die Befreiung und das passt auch. Das passt auch wieder. Neue Einsichten. Da kommt irgendwas hinzu, was eben diese Befreiung. Und deswegen kann es sein, dass ihr vielleicht auch in Beziehungen wart oder noch seid, euch kennengelernt habt. Boom, da ist plötzlich der Funke. Und ja, ihr seid Feuer und Flamme füreinander. Und jetzt geht es um den Schritt der Befreiung. Schauen wir doch mal, was ich auf deiner Seite habe, liebe Frauen hier. Wunderschöne Karten, wunderschöne Karten. Wir haben die Liebe hier. Also diese Reihe zeigt jetzt noch mal ein bisschen mehr Einsichten quasi über euch. Und auf der weiblichen Seite haben wir die Liebe hier. Wir haben auf der weiblichen Seite die drei des Wassers. Das sind wirklich, da feiert man die Gefühle. Das ist eine wundervolle Karte. Wir haben auch die vier des Wassers. Und bei der vier des Wassers geht es im Prinzip darum, dass man erstens Angebote ganz genau prüft, also dass man vielleicht auch schon so ein bisschen, man hat schon einiges erlebt und jetzt ist man nicht so, dass man sofort sagt, ah, okay, sondern das ist so die Karte, gucken wir erstmal. Also auch wenn ich hier das Gefühl habe, da ist wirklich was plötzlich ins Leben kam, was vielleicht, ja, was ziemlich unerwartet war, was jetzt eben auch. Wie gesagt, was ich gerade alles eigentlich hier schon sagte, da sind Gefühle, da ist ein Funke, da kommt eine ganz große Lernaufgabe. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das noch eine gewisse Zurückhaltung ist. So ein bisschen, kann ich der Sache trauen? Du hast hier die drei des Wassers, das sind wirklich die Gefühle, die überschäumen und man feiert zusammen und die Liebe hier, aber du fragst dich noch so ein bisschen, ob du dem Ganzen trauen kannst. Dann haben wir hier auf der Seite des Mannes, ja, der ist voller Leid, der ist Feuer und Flamme für dich. Also da wurde wirklich ein Funke, der ein Feuer entfacht hat und da haben wir hier im Prinzip mit dem Ritter.
des Feuers, Ritter der Stäbe, jemanden, der sehr, sehr leidenschaftlich ist. Diese Person im Rider-Waite-Tarot, es ist ein anderes Kartendeck mit anderen Bildern, da ist wirklich so ein Ritter auf einem Ross und der ist richtig stürmisch und leidenschaftlich und der ist so, ja, und ich will jetzt da irgendwie hin. Und das zeigt auch der Magier hier. Der ist bereit. Wahrscheinlich ist die männliche Person schon ein bisschen bereiter als hier. Ich habe das Gefühl, hier mit der Karte des Wachstums und des Turms habe ich das Gefühl, ist noch ein bisschen mehr zu kämpfen, bis man da frei ist. Aber er ist Feuer und Flamme und er ist auch bereit. Gleichzeitig haben wir hier aber auch spannend. Also das ist witzigerweise habt ihr beide sehr, sehr schöne Karten hier auf deiner Seite. Als Divine Feminine haben wir aber auch noch die leichte Zurückhaltung. Und er hat auch den Eremiten hier. Und der taucht manchmal so ein bisschen ab und muss ein bisschen für sich alleine sein. Und wahrscheinlich, wenn das hier auch eine Geschichte aus einem vergangenen Leben ist, das ist manchmal so extrem, der Magnetismus zwischen zwei Menschen ist manchmal so extrem stark, dass das auch insbesondere für die männliche Seite manchmal ein bisschen überfordernd sein kann. Weshalb es sein kann, dass der manchmal immer noch so ein bisschen Zeit für sich braucht, um mal klarzukommen, um auf gut Deutsch zu sagen. Dann haben wir hier, das muss ich einmal drehen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Vergangenheit haben wir die zwei der Schwerter, zwei der Luft in diesem Falle. Ja, und da geht es auch um eine Entscheidung. Es geht darum, den Intellekt, also den Verstand und die Emotionen zu balancieren und in die eigene Mitte zu kommen und dann eben eine balancierte Entscheidung zu treffen. Außerdem kann es hierum bei dieser Karte darum gehen, dass man eventuell versucht, sein Herz ein bisschen zu schützen mit dem Verstand. Das liegt aber in der Vergangenheit. Also vielleicht, als ihr euch kennengelernt habt, vielleicht versucht ihr beide, das jetzt hier rational zu erklären, warum ihr so einen krassen Magnetismus habt, warum ihr euch so zueinander hingezogen fühlt. Wie gesagt, wir haben hier die Karte mit der Vergangenheit. Also da könnte eine sehr starke Past-Life-Connection sein. Während man dem eben auch noch nicht so ganz traut. Der eine verschwindet immer mal wieder so ein bisschen und ist so, oh, das ist alles ein bisschen viel, das ist so überwältigend. Und die andere ist hier, kann ich dem trauen? Und da habe ich das Gefühl, war auch das Thema, ich möchte mein Herz eigentlich schützen und deswegen versuche ich mal so ein bisschen intellektuell an eine Sache zu gehen, die man aber intellektuell auch nicht erklären kann. Gegenwärtige Situation, Vier des Feuers. So, das ist eine wundervolle Karte. Die Karte sagt auch wieder aus: Feier, eine Zeit des Feierns. Kann auch auf eine Hochzeit hinweisen. Also, da haben wir eine ganz, ganz tolle Verbindung zwischen euch. Kann auch sein, dass eure Seelen halt diesen Vertrag schon geschlossen haben und dass ihr euch jetzt wiederfindet. Und da haben wir wirklich eine super schöne Karte in der Gegenwart. Und für die Zukunft, ja, da kommt Klarheit rein. Der Page der Luft, das ist jemand, da kommen Ideen, kommen Einsichten. Da ist auch sehr viel Kommunikation und ich habe das Gefühl, da kommt noch Klarheit in die Situation. Und da möchte ich jetzt auch noch einmal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr klares Reading hier. Also eine sehr klare Kartenlegung. So ein paar Karten werde ich jetzt nochmal schauen. Insbesondere möchte ich einmal gucken, warum ist denn der Page of Air, warum ist der hier? Der Page of Air. Bitte einmal eine. Wow. Ja, also hier die Sechs des Feuers ist auch, das ist quasi die Karte, die anzeigt, nach den ganzen Schlachten kommt man so aus dem Schlachtfeld wieder und jetzt lässt man sich feiern. Jetzt hat man es geschafft, man hat das Schlimmste durchstanden und hier ist nun die Feier. In diesem ganz besonderen Kartendeck seht ihr auch, da ist eine Handfasting-Zeremonie. Das heißt, es ist wieder eine Hochzeitskarte hier, also wieder eine sehr schöne Karte von der Vereinigung von Mann und Frau. Lass mich doch nochmal schauen. Lass mich doch nochmal auf die mittleren Energien, also auf den Call. Den Call bitte einmal klären. Okay, da haben wir.
wir jetzt auch den Ausgleich. Also das ist auch die Karte der Geduld, auch dass etwas noch ausgeglichen wird. Die Balance ist das auch. Schauen wir nochmal hier beim Tower. Ja, du gehst von was weg. Also wenn du als Frau das jetzt siehst, aber wie gesagt, Rollen können ja auch vertauscht sein. Du gehst von einer Situation weg und das habe ich das Gefühl, du hast diese Person kennengelernt und es bricht im Prinzip eine Welt für dich zusammen, aber eigentlich im Positiven, weil eigentlich hast du da jemanden getroffen, für den du ganz viel Liebe hast und so. Und deswegen eigentlich ist es eine sehr, sehr schöne Sache. Das bedeutet aber auch, dass du jetzt wirklich den ganz starke Gefühl hast, zu gehen. Zu gehen von der alten Sache. Wir haben hier auch nochmal den Mond. Der Mond spricht über tiefe Gefühle, auch über die Intuition, auch über Dinge, die noch so ein bisschen im Verborgenen sind. Das heißt, da habe ich schon das Gefühl, der kann das nicht so ganz einschätzen. Ich habe das Gefühl, wir sprechen hier von einer Liebe aus einem vergangenen Leben. Und die Männer, ja, die können das dann immer nicht so ganz einschätzen. Ich meine, wir als Frauen manchmal denken dann auch, warum ist da jetzt so eine starke Anziehung? Ich kenne doch diese Person gar nicht. Das ist aber immer, wenn man eine Seelenverbindung hat, wenn da einen Seelenpartner triffst. Und ja, die Männer können es dann noch weniger verstehen. Aber ich würde gerne noch mal eine weitere Karte hier haben auf der männlichen Seite. Ja, da kommt Klarheit rein. Ich glaube, der ist noch so ein bisschen versucht, es intellektuell zu verstehen. Mit dem Pagen des Schwertes haben wir die gleiche Karte hier. Ja, und die Liebenden. Sehr schön. Okay. Wow. Widder, das war ein unfassbar schönes Reading. Wenn ihr damit resoniert habt, dann lasst doch mal ein Like da oder Kommentare oder subscribed, wie man auf Englisch sagt. Ich sagte ja, ich komme immer mit den deutschen und englischen Worten durcheinander. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Ich wünsche euch jetzt einen ganz wundervollen Tag. Bin auf eure Kommentare gespannt. Und ja. Wundervolles Reading. Vielen, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.